Trotzdem. Das kam jetzt aber ultra flott. Wir haben es eben doch erhört eben. Pew boy. Kann ich bitte einen Fall ohne Spinbotter haben? Danke. Der riecht doch schon wieder alles. Ich habe seit, ich glaube, 2 Monaten oder so kein Overwatch mehr gemacht. Also auch nicht angeschaut, ne? Und, ich habe nur noch so Graupen hier. Ich habe jetzt vor diesem Fall 3 Spinbotter gehabt. Das ist der 4. So ein Dackel. Mit Wallhack. Aim wahrscheinlich noch. Keine Ahnung. Das ist doch rotzig. Und noch nicht mal Skims, dass ich sagen kann. Oh, Leute. Hallo. Nix. Nix. Einfach nur enttäuschend. Was Hacker an sich eh schon sind. Eine Enttäuschung. Für ihre Familie. Für den Rest der Menschheit. Klar. Er stirbt sogar mit Wallhack. Gabe. Ich weiß, dass es off ist. Aber. Bitte kein Hacker. Fängt gut an. Mhm. Alle lecken ein bisschen. Aber es sieht gut aus. Er spinnt nicht. Er kauft sich noch was. Hat was vergessen. Er legt die M4 weg für eine Ump. Das ist. Umpi Pumpi. Okay, er gaunert sich jetzt hier den Zutritt. Das war irgendwie nicht normal. Da rechts ist er. Hat er ihn gesehen? Irgendwie sieht er ihn schon, ne? So vom Fadenkreuz her. Ja. Er weiß, wo er steht. Gucken wir mal nach den Pings. Ja, die haben alle so leicht erhöhte Temperatur. Er läuft rum. Er meint wohl, den Gegner zu sehen. Vor allem links, der Mate. Hat er einfach nur gekniet? Achso, der guckt in die Wand. Der ist AFK oder was? Hä? Ich weiß nicht, was die hier gerade treiben. Die holen die Geisel, aber rennen nicht nach Hause. Ich vermute hier leider auch jetzt schon am Anfang einen ziemlich starken Wallhack bei ihm. Wir müssen mal darauf achten, wenn er ganz alleine ist, wo seine Prioritäten liegen. Entweder stinken die Gegner wirklich brutal durchs ganze Office durch oder er weiß, wo sie stehen, weil er durch die Wände gucken kann. Passt auf, er ist jetzt ganz alleine drin und hat eben schon den einen voll angeaimt. Also, ja. Er guckt auch hier nicht links. Er schleicht. Ich meine, es ist nur ein Bot, dennoch. Er schleicht, aimt ihn noch eben durch die Wand an. Also, das ist, ja. Ich denke, dass da auch ein Aim Assist noch mit am Start ist. So nudelig, wie der spielt. Gut, den konnte man auch hören, aber, ja. Gabe, wir machen jetzt einen Deal. Wenn ich schon hier Hacker haben muss. Oh, das ist eben. Dann bitte, lass den nächsten vollgepackt sein mit Skins. Der voll bepackteste Skinnerist der Welt, okay? Danke. So, Gabe, denk dran, was wir ausgemacht haben. Nein? Alles drum und dran. Bam. Dann kann er auch hacken, ist mir egal. Aber er muss fett beskinnt sein. Gabe, los. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Gamer! Vertigo, Vertigo, Vertigo! Keine Hex, keine Hex. Aber halt auch keine Skins, ne? Mm. Los. War der besonders laut, oder was? Oh Mann, das ist der 5. oder der 6. Fall. Ich denke, es liegt daran, dass ich halt schon so lange kein Overwatch mehr gemacht habe. Mein Overwatch-Score ist wahrscheinlich auf 0. Und deswegen kriege ich halt nur Hans-Wurst-Fälle. Aber es ist schon echt nervig hier. Also ich hätte gern jetzt nach 6 Fällen mal wieder einen Fall, wo man vielleicht sogar sagt, oh, da hat möglicherweise gar nicht an. Oder es ist schwierig zu erkennen, ob er an hat oder nicht. Aber dieses Hungehoppel hier von ihm, er ist halt der reinste Gummibär. Und dann Hardcore durch die Wand glotzen, ist halt auch wirklich nicht schön. Und er hat auch noch eine Aim-Unterstützung. Das Fadenkreuz zieht er von alleine auf den Feind drauf. Lächerlich. Jetzt will er noch seinen Mate erschießen. Ich glaube, es geht los. Ja, moin! Er ist ohne Explosion. Die Mates schießen ihn schon an, weil sie ihn als Cheater erkennen. An sich eigentlich natürlich eine schöne Idee, aber reitet euch da nicht selbst rein. Weil wenn ihr ihn dann killt, ne, kann es sein, dass er euch reportet für Griefing und ihr bekommt dann halt irgendwann einen Griefing-Bann, wenn das öfter mal passiert. Und das ist halt dann auch dumm. Für irgendeinen Ranzkopf dann gebannt zu werden, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Einen Fall machen wir. Wir haben jetzt heute für 6 Suspects den Bann ausgesprochen. Ich hoffe, die werden auch alle gefistet, wer weiß. Daumen drücken. Einen gucken wir uns noch an. Bitte, gönn. Gönn einfach mal. Ja, okay. Im Moment ist alles noch cool. Ah, nein. 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 Oh Mann, sein Fadenkreuz hängt einfach am Gegner dran. Er wollte gar nicht, dass sein Fadenkreuz schon anfängt, auf alle ranzuzielen. Ach, Suspect, du enttäuscht mich wirklich herbe.
Du hättest doch hier mal wenigstens so ein schönes, ich weiß auch nicht, Karambit haben können oder sowas. Was dickes, fettes, was dir abhanden kommt dann. Dass man wenigstens weiß, so ein paar hundert Euro sind weg. Ah, das wäre schön. Es ist halt wirklich jetzt Quatsch, sich das anzugucken, ne? Er hat Aim Assist, hat man in der ersten Runde schon, also im Warm-Up schon gesehen. Vision Assist, sehr wahrscheinlich auch. Kannst den Hasen geben. Michael kann es einfach den Hasen geben. Er trifft doch nicht mehr mit seinem Aim Assist. Grasdackel verschissener. Er ist hier übrigens auch wieder ordentlich am durch die Wand gucken. Ne, er wusste, dass der da rechts steht. Sorry, dass ich jetzt drüber gespult habe. Rechts, der hat da durch die Wand angeaimt. Am Anfang fängt er immer kurz an, wie sie sich rumzuspinnen. Ich weiß auch nicht. Also Vision Assist, Aim Assist ist bei ihm schon fest. Hier siehst du halt auch wieder, ne? Hast du das gesehen? Dieser Turn-On durch... Also er weiß scheinbar noch nicht mehr, wie die Map aussieht. Er will ihm einfach einen Shot direkt durch diese Mauer drücken. Oder dieses Mäuerchen, was da oben steht. Er kennt noch nicht mal die Map. Jetzt pass mal auf, wie er dem gibt. Kleine Frechdachs. Ah, er nimmt die Elites, okay. Ja. Das ist einfach so dumm. Er kann es doch nicht mal. Also er kann doch nicht mehr mit seinen Cheats spielen. Es ist scheinbar ein Hacker, der halt irgendwie ganz frisch erst mit diesen Hacks angefangen hat. Er kann sie ja gar nicht kontrollieren. Er schießt ja mehr daneben, als er das trifft. Das ist einer der schlechtesten Hacker, die ich jemals gesehen habe. Er hat scheinbar sehr starke, also nicht legit stark, sondern einfach nur sehr starke Cheats, ne? Direkt auf die Rübe. Da ist kein Offset, da ist kein leichtes Rumgenudel oder sowas. Ganz klar erkennbar als Cheat, weil er die Map nicht kennt. Er schießt gegen die Wand, er will durch eine Corner ballern oder an der Corner vorbei halt einen Feind erwischen, kriegt es aber nicht hin, weil er davor schon schießt, also... Guckt ihr das an, wie er voll durch mehrere Wände auf einen aimt. Also, Bilanz heute. 7 Overwatches, 7 harte Cheater, 3 Spinbotter. Ich muss wieder öfter die Overwatches machen, dass ich hier mal mehr gescheite Fälle bekomme. Das ist ja Pillepalle. Ich werde die Tage immer mal wieder ein paar Overwatches machen, also einfach so für mich, dass ich sie gemacht habe, um hier bessere Fälle zu bekommen. Gerade eben wäre er fast verreckt, wegen seinem schlecht eingestellten Hack, ne, weil er den unteren angeaimt hat. Natürlich trotzdem interessant, sich jetzt auch mal wieder ein Overwatch anzuschauen, weil ich ja jetzt in dem Cheater-Experiment, das ich mache, halt ja auch sowas wie ein Overwatch mache, aber ich stecke halt mittendrin und bin im Spiel dabei und guck, wer da so hackt und was wir so machen. Das hier ist natürlich jetzt wie die abgespeckte Version für mich, weil ich nicht mit dabei bin und die blöde Runde nicht mit durchleben muss, zum Glück, weil das ist heftig, wie gesagt, heute nur. Eine hackende Boys. Um zum Ende hin aber noch ein paar gute Nachrichten zu bringen. Patreons und Kanalmitglieder, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es freut mich sehr, dass ihr nach wie vor am Reinhasseln seid. Danke dafür. Und jetzt spulen wir die Kacke mal durch hier. Vision und Aim, meine Dame. Ist er auch gehoppelt? Ich glaube schon, ne? Ach, bin mir grad, ja, egal. Für Vision und für Aim ist er eh gebannt. Direkt. Trotzdem. Oh. Das kam jetzt aber ultra flott. Hat uns Gaben doch erhört eben? Direkt den Fall rein. Das habe ich ja nie gehabt. The Game. Komm, du hast jetzt 7 Hacker gehabt, jetzt drücke ich dir einen rein, der zwar auch hackt, aber nicht so offensichtlich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ich muss sonst immer Counter-Strike zumindest kurz mal ausmachen, eine Minute auslassen, dann wieder rein, dann ist ein neuer Fall da. Sofort nach dem Overwatch hatte ich noch nie das nächste. Noch nie. Gut, dann schauen wir hier mal rein. Er schmeißt da eine ganz tolle Flashbang hin, um seinen Mate zu flashen. Aha. Later, later und later. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir hier nur Kacknasen am Start hatten. Immerhin haben wir die hoffentlich weggebannt. Wir sehen uns dann übermorgen im nächsten Video. Ich schaue gerade, dass ich so jeden zweiten Tag ein Video bringe. Darum dann also eben wieder übermorgen. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Macht das gut. Morgen ist übrigens auch Livestream, 18 Uhr. Later.